84% der Menschheit bekennen sich zu einer Religion. Dies können und wollen wir als Auswärtiges Amt nicht ignorieren. Wer aber so einflussreich ist, hat Verantwortung. Und über diese Verantwortung wollen wir mit den Religionsgemeinschaften ins Gespräch kommen. Die Hoffnung auf Erlösung haben alle Religionen. In dieser gemeinsamen Hoffnung sollen wir auf dieser Erde Verantwortung tragen. Ich wünsche mir für die Zukunft, dass wir uns mehr begegnen im Privaten als auch im Politischen, um aufeinander zuzukommen und gemeinsam Lösungen zu erarbeiten. Wenn die Religionen immer mehr aufeinander neugierig werden und sich gemeinsam den Fragen unserer Zeit stellen, in Verantwortung vor Gott, vor den Menschen, vor der Schöpfung, dann habe ich richtig Lust auf Zukunft.